So ändern sich die Zeiten. Die Zeiten nämlich für den LASK. Fast genau zur selben Zeit im letzten Jahr kam der LASK hierher und hätte eigentlich Winterkönig werden können mit einem Sieg. Ist nicht passiert, man hat verloren, kein Beinbruch. Aber momentan ist der LASK von einem Winterkönig genauso weit entfernt wie ganz Wien überhaupt vom Winter. Der LASK kommt her, wild geschunden und ist froh, dass er 11 Mann aufs Feld bringen kann und hofft damit trotzdem Erfolg zu haben. Rapid umgekehrt, damals mit diesem Sieg gegen den LASK in Höhe von 2:0, da begann die große Heimserie. Seitdem sind die Rapidler ungeschlagen zu Hause. Und alles spricht auch heute für Rapid Wien, dass die Hütteldorfer den LASK schlagen werden. Aber das Gute im Fußball ist, man weiß es immer erst nach 90 Minuten. Rapid auch nicht komplett heute und mit einigen Überraschungen in der Aufstellung. Wie schon angesprochen, die Rückkehr von Mäcki Katza, die größte Überraschung überhaupt. Er hat schon trainiert, das wussten wir, aber dass er schon so fit ist, das wussten auch unsere geheimsten Spione nicht. Eder, auch die zweite Überraschung in der Innenverteidigung, darf er statt Patokar ran. Vielleicht hat Pakulta Angst, dass Patokar wieder ein Eigentor gegen den LASK macht und darauf hofften die Linzer auch irgendwo insgeheim. Dann das Mittelfeld, Kulowitz, die Nummer 7. Heute der Sechser, praktisch der Staubsauger. Hofmann darf sich freuen. Es soll angeblich kein Leibgendarm für ihn abgestellt werden. Also er soll heute wieder im Raum gedeckt werden. Schauen, ob ihm das besser gefällt. Und vorne die beiden Spitzen. Kulowitz heute erstmals der Chef im defensiven Mittelfeld. Das heißt, erstmals ohne Heikkinen. Wir sind gespannt, wie das funktioniert. Kulowitz und Heikkinen zusammen. Eine Paarung, die noch nicht wirklich von Erfolg gekrönt ist, weil immer einer dann auch noch offensiv agieren soll. Das braucht Kulowitz nicht. Er soll die Defensivarbeit machen. Und dann gibt es ja noch Boskovic neben ihn, der das andere erledigt. Der LASK, ich habe es gesagt, ersatzgeschwächt. Vor allem das defensive Mittelfeld, vor allem Jürgen Panis fehlt den Linzern natürlich an allen Ecken und Enden. Auch Michael Bauer ist nach wie vor in Tirol, nicht in Linz. Deshalb wieder Visio in der Innenverteidigung. Da ist alles so geblieben wie zuletzt. Piermaier muss auch noch einspringen, muss Thomas Prager ersetzen. Der verletzte sich im Training am Oberschenkel. Dann Klein, Rasswalter, auch das nicht unbedingt so zu erwarten. Klein schon, Rasswalter weniger. Und vorne machen es praktisch die 80-Jährigen zusammen, zumindest Vastic und Christian Meierleb. Aber Christian Meierleb erwartet ja auch schon über 500 Minuten auf einen Treffer. Die Überraschung sicher auch, dass der junge Siegfried Rasswalter endlich wieder eine Chance bekommt. Durfte auflaufen im ersten Spiel zu Hause, schoss auch ein Tor gegen Kapfenberg und seitdem war Funkstille. Seitdem durfte er ein einziges Mal noch ran, aber da nur eingewechselt. Heute zum zweiten Mal von Beginn an. Viel Hoffnungen macht sich der LASK nicht. Man hat auch im Training eher schon so trainiert, auf Hinblick von Kärnten, weniger auf Rapid. Aber vielleicht schaut er gerade deshalb etwas raus, weil man unbelastet in diese Begegnung gehen kann. Wir haben ja Rasswalter. Schneller Mann. Gerade die linke Seite ist ja eher die schwache Seite bei dem LASK. Da hat man es immer wieder versucht. Weißenberger nach wie vor verletzt. Da kommt wenig rüber. Wenig Flanken und wurden auch nur insgesamt 2 Tore über die linke Seite eingeleitet. Kapitän Hofmann, vielleicht auch etwas überspielt, nicht so in Form, wenn man das ein bisschen vergleicht mit den Spielen zu Beginn der Saison. Da war er viel zweikampfstärker, da war er einfach viel präsenter. In den letzten Spielen, ja, schaut das eher nicht ganz so aus bei ihm. Aber man hat eben die Manndeckung wiederfunden für Steffen Hofmann und das behagte ihn weder gegen Ried noch zuletzt im Derby gegen die Wiener Austria.
bisher 5 Spiele geleitet. Dabei muss man aber sagen, 3 ja, doch kapitale Fehler begangen. Im ersten Saisonspiel Rapid gegen Kärnten zum Beispiel, da verweigert er fälschlicherweise 2 Elfmeter, benachteiligte zwar niemanden, weil er Team sie einen Elfmeter geben hätte müssen. Wir hoffen, dass das heute alles klar geht. Klar ist in jedem Fall, dass die Grün-Weißen der SK Rapid Wien von links nach rechts agiert. Und es beginnt gleich mit dem ersten Eckball. Jelavic bekam wieder den Vorzug gegenüber Hoffa. Hofmann. Ganz frei kommt Tokic zum Abschluss. Wird auch Zeit, dass er wieder mal trifft. Vor einem Jahr gelang ihm zu Hause sein letztes Tor. Das war bei der letzten Niederlage, die es gab. Anfang Dezember. Hofmann von rechts. Nächste Gelegenheit. Um Gottes Willen ist diese Hintermannschaft verunsichert. So viel Platz, gerade bei den Standards, da müsste die Zuordnung ja passen auf Linzer Seite. Da kann man sich ja absprechen, aber völlig offen, völlig alleingelassen, die Rapidler. Zuerst Meierhofer und dann Boskovic, der darf noch einmal gabeln. Und noch ein Schuss an die Querlatte, Kopfball war es, glaube ich. Zuerst der Kopfball. Ich glaube, da war Czablina sogar noch dran. Und dann der Schuss von Boskovic in den Wiener Nachthimmel. Ja, jetzt spätestens sollten die Linzer Spieler wachgerüttelt sein. Sie sind ja gestern schon angereist nach dem Abschlusstraining nach Wien. Haben in der Innenstadt übernachtet. Und das wäre das Bitterste, was jetzt noch kommen könnte. Czablina auch noch verletzt. Ist da wohl auf die Schulter gefallen bei der Abwehr, als er den Ball an die Querlatte lenkte. Gut, dass der Trainer Tormann ist und immer noch selbst aktiv. Notfalls kommt er selbst als Spielertrainer zurück. So weitergeht, dann kann das ein heißer Abend werden für den LASK. Foul an Dober. Den möchte Lindenberger ja mit dem schnellen Rasswalder etwas unter Druck setzen, aber der lief in diesem Fall Dober hinterher. Eder darf endlich wieder mal in der Stammformation spielen. War nur einmal vom Beginn an mit dabei. Das war in der ersten Runde bei der Niederlage in Graz gegen Sturm. Müht sich Meierhofer. Endstation Gansterer. Boneder.
Ball nicht nach vorne, wollte Meierlieb anspielen. Moskovic, Dober. Foul an Jelavic. Freistoß für Rapid. Foul von Salmotter. Der soll das Spiel aus dem Mittelfeld heraus ankurbeln. Bastic eher als hängende zweite Spitze, aber dahin kommt er zurzeit gar nicht. Hat zu viele Defensivaufgaben zu erfüllen. Einziges Manko. Zu wenig schaut heraus aus den Standards bei Rapid, obwohl ein Hofmann drinnen ist, obwohl kopfballstarke Spieler da sind, schon abgepfiffen. Tja, in diese Richtung soll es gehen, zeigt Klaus Lindenberg an. Nach links, da stünde das Tor von Rapid mit Torhüter Luxe. Jetzt geht's einmal in diese Richtung und das wäre wie der berühmte Blitz aus dem heiteren Himmel gewesen. Luxe aufmerksam, Schuss von Ivica Vastic, dem Kapitän. Tückischer Aufsitzer. Pfiffe gegen Vastic, direkt vor der Fankurve von Rapid. Er könnte ja heute mit einem Treffer Peter Backholt, den Rapid-Trainer, überflügeln in der ewigen Torschützenliste. Honeder kam mit nach vorne. In Abwesenheit von Bauer ist er heute der Abwehrchef der Viererkette. Christian Meierlieb war auch noch mit dabei. Sicht, aber den Freistoß gibt es für Rapid. Jelavic, er wehrte sich ohne der, fährt ihm mit der Hand direkt ins Gesicht. Nichts wird mit dem Gegenstoß von Salmutter. Alle LASK-Spieler in der eigenen Hälfte, auch Christian Meierlieb kommt zurück, geht in die Mauer. Vastic fast als Libero am 16er. Sie bringen den Ball gar nicht weit genug raus. Große Verantwortung für Spieler wie Vastic, wie Meierlieb, wie Visio. Das sind Leute, die Routine haben, die müssen die Jungen führen. Da kann man nichts erwarten von einem Schreiner, von einem Rasswalter, von einem Piermeier, der heute zum dritten Mal spielt, dass die hier dieses Spiel lenken. So könnten sie in jedem Fall 0-0 spielen, denn ich glaube nicht, dass sich der LASK herauslocken lässt. Da wären die LASK-Spieler auch dumm. Sehr eng kombiniert, aber Drazan bekommt nicht den Freistoß. Thank you.
Dubliner kein Problem. In zwei Wochen muss der LASK ja schon wieder hier nach Hütteldorf. Zweimal in sehr enger Reihenfolge. Zuletzt waren sie im Dezember da. Da war Salmotter noch nicht beim LASK. Klein gegen Katzer. Salmotter. Aber dann wird Rasswalder abgedrängt. Gerade für junge Spieler ist die momentane Situation sehr schwierig beim LASK. Man kommt ja besser in ein funktionierendes Team hinein, nicht in ein Team, das momentan so schwer kränkelt. 6 Niederlagen in Serie. Da gibt es nur mit Altach ein Team, das 7-mal in Folge verloren hat. Bis wann? Ja, bis sie auf den LASK trafen die Altacher in Linz und mit dem 3:1-Sieg ihre damalige Negativserie beendeten. Drazan soll über die Seite kommen und dann die zwei Langen vorne drin mit Flanken versorgen. Aber bisher hat sich Ganserer sehr gut auf den jungen Drazan eingestellt. Dober. Vom Ball getrennt. Jetzt wäre Meierlieb links frei. Klein, diesmal auf der linken Seite. Vastic durch die Mitte. Ermahnung für Meierlieb und Dober. Sich etwas in die Wolle bekommen, abseits des Geschehens. Am Spiel des LASK hat sich unter Lindberger nicht viel geändert. Der LASK bekannt dafür, dass er sein Spiel durch die Mitte sucht, ganz selten über die Seite. Auch unter Lindberger haben wir nichts anderes bisher feststellen können. Hofmann. Gefährliche Kerze von Biermeier an die Strafraumgrenze. Meierhofer war einer der Torschützen beim 5:2 Kantersieg in Linz. Im August war es, damals ideal eingesetzt von Boskovic. Der jetzt gefoult wurde, Christian Meierlieb, war damals noch unterwegs als Strafraum-Kobra, hat beide Tore des LASK erzielt. Dann eben noch eines gegen Altach und dann war Schluss. Das war wieder eine gute Chance, aber wäre irregulär gewesen, Abseitsstellung von Hohenneder. Spiel nicht genau genug für Hofmann. Unterbrechung, weil ein LASK-Spieler am Boden liegt. Müsste Biermeier sein. Biermeier auch erst zum zweiten Mal in der Startelf. Das erste Vergnügen hatte er in Graz bei der 0:2 Niederlage gegen Sturm. Aber da spielt er links im Mittelfeld, da wurde er viel probiert.
Heute spielt er erstmals zentral statt Prager. Viertelstunde gespielt. Der LASK hat sich erfangen. So nach den ersten zwei Minuten musste man Angst haben um die Linzer, dass sie mit Haut und Haaren aufgefressen werden von den Grün-Weißen. Aber inzwischen hat sich der LASK sehr gut eingestellt auf Rapid. Zwar Rapid noch überlegen, aber bei weitem nicht mehr eine solche Überlegenheit mit so viel Druck und mit so viel Gefahr wie zu Beginn. Da gab es ja gleich Torschüsse in Serie, gleich drei an der Zahl. Inzwischen gab es noch einen auf Rapid-Seite und wir hatten den anderen, den wir gesehen haben von Vastic. Moskovic, verfolgt von Salmutter. Bringt Dover den Ball nicht vorbei. Vastic. Visio. Auch eine Überlegung, vielleicht Visio im defensiven Mittelfeld aufzubieten, aber dann hat sich Lindenberger doch wieder entschieden, ihn im zentralen Mittelfeld aufzustellen. Ganserer hebt ab nach diesem Foul. Schafft Klein noch den Ball, schafft er. Meierleb schießt sich selbst den Ball an den Kopf. Foul. Foul von Schreiner. War kurios die Ballannahme von Christian Meierleb. Klein mit dem guten Sprint, gefühlvoller Pass von Salmutter. So, jetzt mit dem Fuß und jetzt kommt der Ball wieder zurück von Eder und trifft Meierleb an der Stirn. Sich noch schwer mit seinen Dribblings. Christopher Drazan, den alle nur Fritz rufen. Dem Vornamen seines Vaters. Dover springt der Ball weg vom Oberschenkel direkt zu Vastic. Drazan. Gesehen, gut gespielt. Auch das wunderbar von Boskovic. Mann, oh Mann, gleich zwei Mann sind da frei. Aber es wäre eine Abseitsstellung gewesen. Trotzdem sehr knapp zum einen, zum anderen darf es nicht passieren, dass sich gleich zwei Mann in den Rücken der Abwehr hinein verschieben können. Ja, Abseitsstellung von Meierhof, aber nicht von Jelavic, würde ich sagen. Und der nahm er dann den Ball ab. Aber da sind sie schlecht gestanden. Musste einmal eingreifen, da hat er gut reagiert. Der Ball von Vastic war alles andere als einfach. Stand zuletzt in der Kritik, weil er
doch bei der einen oder anderen Situation nicht sehr sicher wirkte gegen die Wiener Austria. Aber ich finde es gut von Peter Parkholt, dass er dem jungen Andreas Luxe, und er ist ja immerhin erst 21, jung für einen Torhüter, weiter die Chance gibt. Denn wenn er ihn jetzt nach dieser Kritik rausnehmen würde, das wäre das Schlimmste, was man machen könnte. Entweder man sagt A, dann muss man auch B sagen, und das macht Peter Parkholt in diesem Fall. Rasswalder gegen Dober. Salmotter kommt wenig Unterstützung. Schreiner, einfach mal Richtung Strafraum. Bastic hat Glück. Klein. Aber da lief der Ball wenigstens mal über ein paar Stationen. Schöne Choreografie der Hütteldorfer Fans, die sich auch schon für Weihnachten alles hergerichtet haben. Da gab es ja gestern um 9 Uhr sollte es offiziell losgehen, der Weihnachtsvorverkauf. Um 3 Uhr standen schon die ersten Menschen da, um an diese begehrten Tickets zu kommen. Nach einer halben Stunde waren alle Tickets weg. Das zeigt, wie sehr die Fans sich reißen um Hofmann und Co., denn die sind dann bei diesen Feiern auch mit dabei. Hofmann jetzt beim Freistoß. Czavlina zögert beim Rauslaufen. Es gibt einen Freistoß. Hat Louis Hofmann etwas gesehen? Wo, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal hin. Ja, hat er richtig gesehen. Hat er gut gesehen. Meierhofer drückt einfach Honeder mit dem Ellbogen weg. Hundertprozentig richtige Entscheidung. Auch ohne Bundesliga-Tor, aber das ist auch nicht seine Hauptaufgabe. Die heißt die Defensive stärken, und er macht sich gut bisher gegen den trickreichen Christopher Drazer. Dober. Kulowitz. Jeder. Weiter kommt hin. Nicht gelungen, das Abspiel von Kulowitz. Deshalb breitet er die Arme wie ein Geier aus, um Bastic am Sprint zu hindern. Foul an Dober. Das gibt die erste gelbe Karte. Für Rasswalder ist es insgesamt die erste gelbe. Es ist die erste gelbe Karte in diesem Spiel. Das verdientermaßen. Ball war weg. Trifft Dober voll am Standbein. Ja, mehr Ausfälle kann sich der LASK fast nicht mehr leisten. Ja, auch Sauer ist ja gesperrt. 4 Spiele lang muss er zuschauen nach seinem Ausschluss im letzten Spiel. So, jetzt ist Platz da für Ganstera. Klein. Ganstera kommt nicht mehr ran. Bastic. Und Foul von Ganstera an Eder. Zwei harte Knochen prallten da aufeinander.
und für sich heute gegen seinen Lieblingsgegner. Dieser Rückpass war nicht das Beste, was ihm einfallen konnte. Hofmann gestört, Vastitsch auch, verliert den Ball an Hofmann. Platz für Meierhofer. Zwischending zwischen Schuss, harten Pass. Hofmann hätte lieber einen weichen Rückpass gehabt. Sie gesehen, links am Bildrand hat er aufgezeigt. Aber hier der verhängnisvolle Ballverlust von Vastitsch gegen Hofmann und dann war die Defensive offen. Moskowitsch. Drazan und Ganzerer war dazwischen. Das Team von Klaus Lindberger hat sich gut erfangen. Ich hatte Angst um den LASK. So wie die ersten Minuten begannen, mit 300%igen Chancen gegen Czavliner, dann noch mit dem Kopfball an die Querstange. Da rauchte und qualmte es gehörig im 5-Meter-Raum. Czavliner lässt den Ball raus. Ob er bei weitem nicht mehr so sicher wie in der letzten Saison. Dober mit seinem 10. nicht mit seinem, sondern mit dem 10. Rapid-Torschuss insgesamt. Viel hat nicht gefehlt. Hat einen guten Schuss. Vielleicht sucht er auch zu wenig den Abschluss. Hat auch nur ein einziges Tor erzielt in dieser Saison. Das war im ersten Spiel in Graz bei der 1:3-Niederlage. Das verlangt auch Peter Backholt von ihm, dass er auch vorne mehr Gefahr verbreitet durch seinen Schuss. Pulowitz. Stockfehler von Dober. Kann passieren. Rutscht ihm der Ball unter der Sohle durch, weil der Rasen feucht ist durch den Nebel und nicht, wie er es erwartete, nach oben wieder zurücksprang, sondern glatt durchrutschte. Drazan. Die Flanke kommt und schon ist die Gefahr da. Spiel geht weiter. Freistoß. Wieder Drazan. Nächste Flanke. Jetzt wird es gefährlich. Wenn die Seitenspieler durchkommen und zum Flanken kommen, dann erhöht das die Gefahr in der Abwehr der Linzer. Denn dann sind Meierhofer und Jelavic eine absolute Waffe. Schick gemacht von Boskovic. Schön freigespielt hat er Jelavic. Jelavic, Boskovic. Oh, knapp vorbei. Schöne Kombination und wieder mal eine Kombination, die über die Seite eingeleitet wurde. Dann brennt im Strafraum des LASK. Das klappte eigentlich in den ersten 25 Minuten recht gut beim LASK. Da kam Drazan nicht so durch. Schauen wir nochmal hin, was da war.
Nein, war kein Handspiel. Rapidler haben da kurz einmal moniert. Arm ist oben. Aber ich glaube, dass da Meierhofer den Ball nur mit dem Kopf spielt und Schreiner nicht mit der Hand dran war. Klein. Das, was zuletzt so schlecht war beim LASK, war das Umschalten von der Offensive in die Defensive bei Ballverlust. War relativ wenig Bewegung drinnen und da konnte Sturm spielen nach Herzenslust. Bis jetzt passt es. Grazer. Ganz dabei, aber die Flanke kommt trotzdem. Halbe Stunde gespielt. Das Rapid-Spiel beginnt seinen Lauf und das werden bange 15 Minuten bis zum Halbzeitpfiff für Lindenberger und sein Team, wenn sie es nicht schaffen, die Seite wieder zuzumachen. Foul entschieden. Meierhofer sehr erbost. Er ist auch fast einen halben Meter länger als Schreiner. Golowitz, Moskowitz. Jetzt lässt sich der LASK aber zu weit nach hinten drängen. Wieder Drazan. Ball ist noch heiß. Und Eckball. Keine Staffelung beim LASK. Da lassen sich alle zurückfallen. Stehen auf einer Linie. Keine Abseitsstellung. Drazan. Geschickter Pass nach hinten. Auch wenn Salmutter vor Jelovic steht. Aber dann ist es doch noch einmal Jelovic, der zum Abschluss kommt und den Eckball herausholt. Es ist der fünfte bereits. Gibt Abschluss. Nicht sehr zufrieden, Stefan Meierhofer bisher mit der Leistung, wie er es anzeigt, von Schiedsrichter Louis Hofmann. Meierhofer könnte heute sein insgesamt ja bereits 20. Bundesligator machen, wenn er trifft. Drazan wird immer besser. Nächster Freistoß, Foul von Honeder an Hofmann. Er fast wieder hinkommt an jene Form damals beim 2:0 Sieg. Gelbe Karte für Hoheneder wegen Kritiks. Da war er überragend Mitte Dezember beim 2:0 Sieg. Ein Tor hat er gemacht, ein Tor vorbereitet. 99 Ballkontakte haben wir damals gezählt. Da war er einfach der Spieler des Abends. Und heute mit dieser Freiheit, die er heute wieder genießen darf, kann er auch wieder zu guter Form auflaufen. Hofmann. Ui, ui, ui. Wer ist da für wen verantwortlich in der LASK-Abwehr? Waren wieder zwei Rapidler frei. Aber die waren überrascht, sichtlich überrascht. Wieder Jelovic, der sich hinten wegstiehlt. Gleich vier Rapidler sind da völlig frei. Nur Visio dazwischen drin. Jelovic, Hofmann, Boskovic, Meierhofer, Golowitz, Dober und wieder der LASK auf einer Linie hinten. Das kann auf Dauer nicht gut gehen.
Eckball-Orgie praktisch. Sechster Eckball bereits. Und nur einen haben wir notiert für den LASK. Aber es schaut halt wenig raus, trotz der vielen Möglichkeiten aus Freistößen und Eckbällen bei Rapid. Nicht nur heute, sondern insgesamt. Erst 5 Tore in dieser Saison. Jetzt vielleicht Tokic. Elfmeter, ja. Ivica Vastic. So geht man doch nicht in einen Zweikampf. Bin gespannt, ob die Lupe mir etwas anderes zeigt, aber vom Blick von hier oben, von der Tribüne aus, hätte ich genauso entschieden wie Louis Hofmann. Tokic lief raus. Schauen Sie mal, wo der hinläuft. Naja. Berührung war da, aber Tokic hat nur mehr gewartet auf einen Luftzug. Aber trotzdem, da darf er gar nicht so hingehen, Vastic. In Führung zu gehen. Peter Backholt schaut gar nicht hin, wartet, ob die Fans schreien und jubeln. Da hilft auch Ohren zu halten, nicht, das würde er hören. Jablinek gegen Hofmann, sie jubeln und er jubelt auch. Und jetzt wird es sicher einfacher für Rapid, denn solange der LASK das 0:0 halten kann, schön verladen, gar nicht scharf, aber einfach verladen, schaut auf, was macht Jablinek? Der orientiert sich aufs andere Eck. Hat sich der LASK tapfer gewehrt. Noch einmal. Er zieht den Fuß zurück. Das macht er, aber dann kommt der Zusammenprall an der Hüfte. Tokic nimmt dankbar an. Wenn das ein Junge macht, sage ich unroutiniert. Aber wenn das ein Ivica Vastic mit 39 Jahren macht, in einer Situation, wo Tokic gerade rauslaufen wollte zur Cornerfahne mit dem Ball. Schade für den LASK. Verdient die Führung, auch wenn sie so herausgeschossen wurde für Rapid. Muss sich einfach erinnern, dass er durchaus Chancen hatte durch den Vastic Fernschuss. Dann auch noch mal eine herausgespielte Situation mit Meierleb. Und Glaube kann ja bekanntermaßen Berge versetzen. Isio. Schabliner Autenwurf für Rapid. Klaus Lindberger hat ja mit Peter Backholt einen sehr guten Freund als Kontrahenten. Aber ihm war schon klar, dass Peter Backholt ihm da heute keine Freundschaftsgeschenke machen wird. Minuten wartet der LASK jetzt bereits auf ein Tor. Andi Herauf, der kann ein Lied davon singen. Dem ging es ähnlich, auch die ersten 3 Spiele mit Pasching damals, ohne dass seine Mannschaft ein Tor erzielen konnte. Aber zumindest schaffte er ein 0:0, also ein Unentschieden. Trotzdem war es nach diesen 3 Spielen vorbei in Pasching. Drazan, ja. Den hat Ganstra nicht mehr im Griff. Zu Beginn tat sich Drazan sehr schwer, aber so nach 10 Minuten war es vorbei mit der Herrlichkeit von Ganstra. Von da an spielte Drazan. Es kommen die Flanken, er traut sich abzuschließen. Tokic. Ein riesener
Assist, den er da geleistet hat für diesen Elfmeter. Und Elfmeter ist das Sicherste, was Rapid bieten kann. Seit 3 Jahren haben die Rapider keinen Elfmeter mehr verschossen. Vom Assistenten angezeigt, das Foul von Ganstra an Drazan. Der Hofmann hätte weiterlaufen lassen. Der LASK profitierte heuer auch schon von einem Elfmeterpfiff von Louis Hofmann. Das war beim 2:1 Heimsieg gegen Ried. War damals ein berechtigter Elfmeter. Ich glaube auch heute, wenngleich viel war es nicht, aber es war im Körperkontakt. Gespannt, was Didi Kübauer sagen wird in der Pause. Als bekennender Vastic-Freund. Und als einer, der ja den Körperkontakt suchte, nicht nur mit Vastic, sondern auch mit anderen Spielern. Der die Weicheier-Spieler nicht so sehr liebte. 41. Minute, 4 Minuten haben wir noch. Und das war Handspiel von Boskovic. Die Führung geht mehr als in Ordnung. Ein 17:4 Torschüsse für die Hütteldorfer. Gutes Auge, Drazan startet genau im richtigen Zeitpunkt und diese Flanke. Und jetzt gibt's nichts. Jetzt hat er sich auch fallen lassen. Jelavic hätte da durchaus mehr draus machen können. Ist ja fast 1,90 groß. Muskelpaket. Und wieder schimpft Hofmann mit Meierhofer, dass er nicht zurückspielt. Wieder Drazan. Das gibt's ja nicht. Abseitsstellung. Abseitsstellung wäre es gewesen, trotz allem. Herrlich getimte Flanken von Drazan. Und wieder hätten sie es nicht geschafft, hier den Ball unterzubringen. Da war Schreiner noch dazwischen. Deshalb gibt's Eckball. Sonderapplaus für Drazan, für den Schuss zuvor. Und hier schauen nochmal Jelavic an. Na, nie und nimmer. Kein Foul, kein Elfmeter. Richtig gesehen. Gut gemacht, Herr Hofmann. Freistoß halten von Kulowitz gegen Vastic. Ja, dummerweise auch Ivica Vastic seit der Europameisterschaft noch nicht in der Form abseits Meierleb. Ja, wäre aber keine Abseitsstellung gewesen, war gleiche Höhe beim Abspiel. Falsche Entscheidung, aber da kann der Schiedsrichter nichts dafür, da muss er sich auf seinen Assistenten verlassen. Der hob in diesem Fall die Fahne zum falschen Moment. Wir sind in der letzten Spielminute. Aus dem Spiel heraus will einfach nicht gelingen. Schön von Meierhofer vorbereitet. Jelavic auch
richtig hineingespielt und dann kann Visio vor Meierhofer noch retten. Eine Minute gibt's noch drauf. Spielerisch konnte Rapid bisher den LASK noch nicht knacken. Es bedurfte eines Elfmeters, der sicher noch für Gesprächsstoff sorgen kann. Beste Hereingaben vor allem von Drazan wurden nicht verwertet. Für mich Drazan einer der auffälligsten Spieler. Benötigte so 10 Minuten, aber dann war der Motor warm. Inzwischen ist er heiß und Ganstra sieht fast nur immer die Fußsohle von Drazan. Mut machen sollte dem LASK das knappe Ergebnis. Sie liegen nur mit einem Treffer hinten, das ist aufzuholen, aber dazu müsste man auch noch etwas mutiger nach vorne spielen. Die Hälfte ist vorbei, Rapid verdient vorne, wenngleich auch knapp, 1:0 durch den Elfmeter von Hofmann. Für den LASK besteht da noch die Hoffnung, aber Rapid muss einfach so weiterspielen und die Chancen dann auch nutzen, vor allem die Reingaben von der linken Seite. Da muss Jelavic und Meierhofer noch mehr draus machen. Auch Hofmann kann sich heute wieder allen Freiheiten erfreuen. Auch er hat Möglichkeiten. Louis Hofmann gab diesen Elfmeter jetzt im Gespräch mit Eder. Berührung war da. Ich bin schon gespannt, wie Didi Kübauer diesen Elfmeter bewerten wird in der Pause. In jedem Fall war es ungeschickt, wie Vastić hier auf Tokic zustürmte, in einer Situation, wo Tokic eigentlich nichts mehr machen konnte. Rapid führt gegen den LASK knapp mit 1:0. Auftakt zur zweiten Halbzeit zwischen Rapid und dem LASK. Knappe 1:0-Führung der Rapidler gegen den LASK, aber da war mächtig Feuer im Strafraum des LASK. Rapid überlegen an allen Ecken und Enden, zum Beispiel Ecken 7:1 für Rapid. 20:4 Torschüsse. Da hat Jelavic allein 8-mal aufs Tor geschossen, doppelt so oft wie der gesamte LASK. Flanken, 12:1 Flanken, vor allem der junge Drazan mit 6 Flanken bereitet dem LASK große Probleme. Ja, einzig, was für den LASK passt, ist das knappe Ergebnis, der knappe Rückstand. Da ist dann immer noch was drinnen. Jetzt einmal Meierle. Hatte eine Möglichkeit in der ersten Hälfte. War nicht zwingend, aber zumindest war es eine. Boskovic. Jelavic. Keinen Grund zu wechseln, alle sind gesund, alle sind fit. Bei Rapid läuft sie an und für sich. Man ist nur zu leichtfertig mit den Möglichkeiten umgegangen. Müssen wir unterbrechen, denn der Nebel wird immer dicker und dichter. Kommt aus der Kurve, woher schon, aus der Rapid-Kurve. Das ist dann doch zu viel des Zuspruchs, der Freude, des Feuers, das man in dieses Spiel bringen möchte. Auch ätzend der Geruch. Ibiza Vastić geht noch einmal zurück, will nicht draußen warten, spricht mit Schiedsrichter Louis Hofmann. Bitte darum, dass er reingehen darf und der lässt das jetzt auch zu. Alle Spieler gehen wieder zurück in die Kabine. Peter Backholt bleibt eisern vorne. Bleibt stehen. Hat ja noch einige Spieler, die noch verletzt.
nicht mitmachen können. Paula zum Beispiel, der junge Mann, den zwickt es am Rücken. Tonhofer hat Probleme mit dem Gleitwirbel. Das sind so zwei Spieler, die ihm fehlen, weil er sagt, ich brauche auch hinten Konkurrenz, ähnlich wie vorne im Sturm. Das ist Schiedsrichterbeobachter Steiner als vierter Mann. Thomas Steiner wird das sicher irgendwo notieren. Der Rapid-Präsident wird auch nicht den Durchblick halten können. Peter Backholt wie immer stoisch, ruhig nach außen. Innerlich immer sehr aufgewühlt. Und dem Peter Backholt fehlt auch noch ein Gartler. Die Zehrung ist am Abklingen. Und Heikingen, der fehlt wegen der fünften gelben Karte. Eine ungemeine Serie, die die Rapider hingelegt haben, die die Begeisterung auch hervorrufen bei den Rapid-Anhängern. Sie schicken sich an, zum 16. Mal unbesiegt zu bleiben seit Dezember des letzten Jahres, seit dem 2:0-Sieg gegen den LASK. Und sie sind auch, was Zuschauer angeht, der Krösus in der Liga. Insgesamt boomt ja der Fußball in Österreich, sind jetzt schon 780.000 Fans gekommen. Dabei sind noch 5 Runden zu spielen. Im letzten Jahr war es im gesamten Herbst waren es 800.000. Also diese 20.000 in den letzten 5 Runden zu biegen, das ist klar, das ist keine Kunst. Und das sind im Schnitt dann doch über 9.000 Fans, die die Drehkreuze bisher passiert haben. Was mehr als 9.000, knapp unter 9.000 waren es in der gesamten letzten Saison. Klaus Lindenberger, der den ersten Bundesliga-Verein trainiert, da haben wir ein bisschen geblättert. Seit unserer Premiere-Datenbank, die haben wir vor 7 Jahren eingeführt, gab es bisher 5 Trainer, die die ersten 3 Bundesligaspiele unter ihrer Leitung verloren haben. Das war damals Michi Streiter, also Aufstieg mit Altach. Das war Reutinger mit Ried, aktuell Schönenberger bei Altach und dann noch der unglückliche Söndergaard beim GRK. Also er ist in guter Gesellschaft, Klaus Lindenberger, der jetzt wieder mit seinen Spielern zurück rauskommt. Der Nebel hat sich etwas verzogen, obwohl noch immer geheizt wird wie in der Hölle. Die torlose Zeit des LASKs hat sich erhöht auf 550, genau 553 Spielminuten sind es gegen Altach. Bei einer 1:3 Heimniederlage durften die Linzer das letzte Mal über einen Treffer jubeln. So, es geht weiter. Mit dem LASK von links nach rechts in den dunklen Dressen. Auf der Suche nach Meierleb, auf der Suche nach einem Treffer. Kanzler fliegt da vorbei. Boskovic, schön gemacht. Vorbei an Klein. Und wieder die Flanke, Drazan, Jablina in höchsten Nöten. Bastic. Bastic kommt nicht rechtzeitig ran. Jelavic versucht es aufs kurze Eck. Noch ein Problem für Jablina. Aber da hat er Probleme bei der Flanke von Drazan.
20 Torschüsse musste Klaus Lindenberger miterleben gegen seine Mannschaft. Das ist Saisonrekord für eine Hälfte, aufgestellt heute in diesem Spiel. Hofmann. Katzer, den merkt man überhaupt nicht an, dass der 3 Wochen verletzt war. Boskovic hat auch Riesenspaß. Kulowitz hat defensiv so gut wie nichts zu tun, kaum Probleme. Kümmert sich, wenn es sein muss, meist um Vastic. Tokic hat Zeit, mit nach vorne zu gehen. Boneda mit dem Kopf. Der zweite Ball landet wieder bei einem Rapidler, bei Hofmann. Die Zweikämpfe gewinnen sie auch. Kulowitz öffnet das Spiel wieder über Dober. Auch wieder ganz einfach. Hofmann und der Stangelpass und die logische Folge. Das 2:0. Meierhofer mit seinem 20. Bundesliga-Tor. Aktuell sind es 13 jetzt in dieser Saison. Hervorragend ausgespielt, als links nichts mehr ging, dann der Pass hinüber von Kulowitz auf Dober. Dober dann im Zusammenspiel mit Hofmann. Der erfreut sich wieder großer Freiheiten und bei Meierhofer ist überhaupt kein Mensch. 2:0. Auch dieses Ergebnis mehr als verdient für Rapid. Jetzt freut er sich auch, Peter Backholz, denn das war ein spielerischer Glanzpunkt, so wie dieser Treffer ausgespielt wurde. Salmutter, Klein, Vastic links, ist dann Schreiner frei, bleibt hängen. Durch die Mitte wird es zu eng, über die Seite wird zu wenig gespielt beim LASK. Jetzt einmal Raswald. Bis zum 16er. Salmutter, Meierle. Jelavic, Boskovic, Kulowitz, Hofmann. Sieht jetzt nach 55 Minuten schon so aus wie eine bessere Trainingseinheit. Eher ungewöhnlich zu sehen bei Drazan, ein solch technischer Fehler. Vastic zieht sich ganz weit zurück. Auch meist ein Zeichen, dass das Selbstvertrauen nicht allzu groß ist. Böser Blick zurück auf Czablina, einfach den Ball so herzuschenken. Dazwischen. Herrliche Aktion von Boskovic. Da zeigt er sein großes technisches Können. Drazan, auch er zeigt es und da gibt es recht.
Klasse, wie er den Ball hochklopft und ganz rund durchrutschen lässt. Hofmann beim Freistoß. Vielleicht können Sie diese Statistik auch noch verbessern. Sie haben nämlich erst 5 Tore erzielt aus Standards, da sind Sie ziemlich ungefährlich. Jetzt nicht mehr, jetzt haben Sie 6. Meyerhofer mit dem Doppelpack. Und er kann, wenn er noch eins drauflegt, den Hattrick schaffen. Muss ja sein, dass man aus Standards eigentlich gefährlich ist. Denn auf Rapid-Seite mit einem Freistoßschützen wie einem Hofmann und an solchen Leuten vorne wie Meyerhofer und Jelavic, da springt nicht einmal einer mit. Bisio dreht sich weg in der Mitte. Also da weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat, wie er sich einen Zweikampf vorstellt. So kann das ja überhaupt nicht funktionieren. Lask liegt zurück und wechselt. Sascha Pichler kommt neu ins Spiel. Raus Christian Meyerleb, der wird sein Torkonto gegen Rapid nicht erhöhen können. Bleibt weiterhin jetzt 560 Minuten ohne Treffer. Eine lange Zeit für einen Torjäger. Seite, die stärkere Seite bei Rapid, weil auch Hofmann sich immer mehr nach links rüber bewegt, weil er dort sehr gut harmoniert mit Razan und mit Katza. Das spürt ein Spielmacher, wo es schöner ist zu spielen. Kurz abspielen, jetzt nicht mehr. Boskovic. Schön angeschnitten. Čavlina passt aber auf. Razan die Position übernommen gehabt von Katza. Die Katza noch etwas Kopfballstärke ist als Razan. Fans müssen damit rechnen, dass sie heute die 7. Niederlage in Serie miterleben müssen. So eine Serie von 6 Niederlagen, die gab es ja beim LASK schon einmal im Spätsommer 99. Was das Erschreckende dabei ist, dass es dem LASK nicht gelingt, auch nur ein Tor zu erzielen. Ausgespielt nach allen Regeln der Kunst. Razan, der spielt ganz schwindlig. Da wird es Kavlak schwer haben, den Christopher Razan so richtig zu verdrängen auf dieser Seite. Das Einzige, was ihm immer wieder Spielminuten gibt, ist, dass Peter Backholt sehr vorsichtig mit seinem Rohdiamanten umgeht und ihn
nicht verheizen möchte, deshalb auch immer wieder rausnimmt, auch ihm die nötigen Pausen gibt. Katzer. Bastic über auf Rasswalder, vorne nur Pichler. Zu einfach die Angriffe des LASK. Ohne Probleme werden die von den Rapidern gestoppt. Ja, kein Wunder, die Nerven. Eder und Klein. Das ist schon sehr, sehr gefährlich, was da Biermeier macht. Zu Recht bekommt er die gelbe Karte und zu Recht beschwert sich da Kulowitz. Haut voll auf das Standbein von Hofmann, kann ihn da bös verletzen. Klein. Geht weiter, Rasswalder Klein, aber es bleibt alles nur Stückwerk. Eder liegt am Boden, aber auch Dober hält sich den Oberschenkel. Ja. Hat sich Klein gewehrt gegen Eder. Hat er sich noch in Erinnerung gehabt, dieses Streitgespräch von vorhin mit Eder. Abseits. Jelavic. Ja, das macht schon Spaß, so Fußball zu spielen, wenn man so viel Platz hat. Das hat unter Karl Daxbach alles ein bisschen anders ausgesehen im letzten Jahr. Gibt sicher viele Gründe für das LASK-Tief. Für mich eines der wichtigsten, die Verletzung von Panis. Da fehlt einer, der so agiert auf dem Spielfeld, wie es Klaus Lindberger draußen angezeigt hat. Panis. Zwar unauffällig, aber ungemein wirkungsvoll. Er stopfte alle Löcher im Mittelfeld bereits, hielt den Rücken frei für Vastic. Und so einen Mann kann man nicht ersetzen. Wendell ist überhaupt noch nicht zum Spielen gekommen. Also zwei wichtige Defensivleute fehlen da. Vastic, er weiß es selber, bei weitem nicht in der Form des letzten Jahres. Hat zwar selbst viel Trainingseinheiten bewältigt, um wieder in Form zu kommen. Aber ist ihm noch nicht so gelungen. Michi Bauer vielleicht durch seine familiären Probleme auch deshalb nicht in der Form des letzten Jahres. Und das sind dann eben Leistungsträger und auch an Christian Meierleb trifft nicht mehr. Und dann hat man schon den roten Faden durch beim LASK. Von den Jungen kann man es eben nicht erwarten. Bei Tocantori zum Beispiel ehemalige LASK-Spieler wie ein Peter Stöger. Vielleicht wäre es der eine Antwort, wie es gehen könnte, wenn es um dieses Thema gehen sollte. Drazza. Kann
nur mehr mit Fouls gestoppt werden. Starke Leistung von Christopher Drazen. Heute in seinem 11. Spiel. Aber erst zum 4. Mal, dass er von Beginn an spielen durfte. Und bald wird auch Jimmy Hoffer wieder auflaufen dürfen, der zurzeit seinen Stammplatz an Jelavic verloren hat. Früher kam Jelavic, Jelavic für ihn, für Hoffer. In diesen Tagen ist es eher umgekehrt, da kommt meist Hoffer für Jelavic. Für Eder ein leichtes Comeback in die Stammformation. Defensiv gab es wenig Probleme, bis auf ein paar Minuten, so zwischen der 15. und der 17. Minute. Da spielte sich der LASK die einzigen beiden Chancen. Das war's dann. Boskovic, ich glaube, der weiß gar nicht, wie ein LASK-Spieler riecht, denn so nah war gar keiner dran an ihm. Ja, Jelavic geht, Hoffer kommt. Jelavic hatte einige gute Möglichkeiten, allein vor der Pause 8 Torschüsse. Und dann kamen noch 3 dazu bis zu seiner Auswechslung. Sucht immer wieder den Abschluss. Applaus für ihn und Applaus für einen Publikumsliebling, für Erwin Jimmy Hoffer. Auch seine Zeit wird wieder kommen. Hat er aufgespielt in Linz beim 5:2. Da hat er allein 2 Tore erzielt, 1 Tor vorbereitet. Da war er noch in der Topform. Vielleicht wird es ja jetzt nach 70 Minuten etwas mit dem ersten Torschuss des LASK in der zweiten Hälfte. Klein, Flanke, kein Problem. Kein Problem für Luxe, gutes Auge, gibt aber zumindest einen Eckball. Der erste Eckball in der zweiten Hälfte, insgesamt der zweite, sind so die kleinen Erfolgserlebnisse, die sich der LASK mitnehmen kann, vorerst einmal von diesem Spiel. Isio fährt da irgendwo hin mit dem gestreckten Bein. Und Boskovic verhöhnt zum x-ten Male den Gegner LASK, indem er ein paar Zirkusnummern einbaut. Und Drazan ohne Worte. Dieser junge Drazan, der macht einfach Lust auf Fußball. Dober riskiert, wenn er trifft, schießt er wahrscheinlich Javliner mit ins Tor. Nicht ganz ausverkauft heute, aber fast ausverkauft wie immer die Heimspiele von Rapid. Klein. Es gibt gar keine Anspielstation vorne. Verlor die Balance bei der Ballannahme. Katzer, gelungenes Comeback nach seinem Bänderriss im Knöchel. Kaum zu glauben, 3 Wochen läuft er schon wieder auf.
den Strafraum rum. Dürfen sie spielen? Dann sagen die Rapidler, nein, das war's. Hofmann. Es plätschert ein bisschen so dahin, weil der LASK nicht kann, Rapid nicht mehr machen will. Vielleicht bringt uns die Rapid-Viertelstunde noch einmal einen Energieschuss von Rapid. Gelbe Karte für Visio. Seine dritte gelbe Karte diesem Spiel. Vor einem Jahr, da hat er hier noch getroffen beim trefferreichen Spiel zwischen dem LASK und Rapid beim 4:4. Heute hatte er auch keine Chance. Kam gar nie zum Kopfball, vielleicht jetzt nach diesem dritten Eckball für den LASK. Wäre ein Novum gewesen, denn Rapid hat noch kein einziges Gegentor hinnehmen müssen in dieser Meisterschaft aus einem Eckball. Und Andreas Luxe zeigt sich sehr sicher, sehr erholt vom Derby. War die richtige Entscheidung von Peter Backholt, ihn im Tor zu lassen. Und der ist auch drin. So, jetzt haben wir den Hattrick. Meierhofer macht den Hattrick. Kurz vor Beginn der Rapid-Viertelstunde. Und er weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Wieder mal die linke, starke Seite. Drahtzahn. Er hat ein Gefühl im Füßchen. Jede Flanke kommt genau getimt, mit viel Schnitt. Schauen Sie mal, wie sich der Ball dreht. Und dann Lufthoheit für Meierhofer. Der Hattrick ist perfekt. Innerhalb von 21 Minuten machte Meierhofer alles klar. Verletzt mir diesen Jungen nicht. Ganz Österreich braucht ihn, braucht so etwas, und ich glaube, jetzt darf er dann raus. Kavlak, wenn ich das richtig sehe, macht sich bereit, oder es ist der Neue. Könnte auch der ganz Neue sein. Es dürfte das Debüt von Daniel Kajan sein. Das ist es auch. Kommt für Mackie Katzer ins Spiel. Tolles Comeback. Wurde defensiv nicht gefordert, aber solide wie immer. Genau das richtige Spiel für eine solche Verletzungspause. Und jetzt kommt Daniel Kajan. Gibt ja vier Kajans. Einer, der erste jüngste von denen, spielte im letzten Jahr noch hier bei den Amateuren. Ging im Sommer nach Grödig, aber wurde da nicht glücklich. Und jetzt darf Daniel Kajan debütieren in der ersten Mannschaft. Eckball noch einmal von Hofmann. Abschluss von Dober. Es bleibt beim 4:0. Aber auch die anderen Brüder sind immer noch aktiv. Einer spielt beim Sportclub und der andere, meine ich, bei der Vienna. So, jetzt geht's los mit der Rapid-Viertelstunde. Minuten der LASK bereits ohne ein Bundesliga-Tor. Damit überbieten die Linzer sogar die Serie von Christoph Daum damals mit dem LASK. Faul an Dober.
rote Karte, die nächste rote Karte für einen LASK-Spieler. Nach Saura erwischt den nächsten Jungen. Kaum gekommen, schon geht er wieder. Sascha Pichler nur auf die Beine von Dober. Ist das eine Nervenprobe für diese jungen Spieler? Sie merken, sie sind ohne Chance. Der Frust macht sich breit, aber der darf sich nicht so entladen. Saura fasste 4 Spiele aus für sein Foul. Schon knackig. 4 Spiele schon eine Menge. Können die Linzer nur hoffen, dass es bei Pichler ein bisschen weniger bleiben. Wieder in Marseille. Es hilft dem LASK nicht weiter. Dabei hat man sich schon geistig konzentriert auf das Kärntenspiel, weil das ein wichtiges Spiel ist, wo man sich Chancen ausrechnet. Aber wenn es zugeht, wie bei den 10 kleinen Nägelein bei diesem Lied, dann wird es schwer werden für den LASK. Die Personaldecke wird immer dünner. Also jetzt geht es in die Rapid-Viertelstunde mit einem Mann weniger beim LASK. So, neben hat Rapid auch einen neuen Saisonrekord aufgestellt, ligaweit die meisten Torschüsse, die ein Team abgab bisher in dieser Meisterschaft, das waren 27 und wir haben inzwischen 28 gezählt bei Rapid, 4 landeten im Netz. Schablina schießt Hoffer an, Grazan. Nochmals bekommt er den Ball zurück. Gajan, die kennen sich ja aus der Zeit zusammen bei den Amateuren, Grazan und Gajan. Foul an Klein. Ja, der hat schon Muckis. War bei uns heute im Besprechungsraum drin. Der ist traditionell in der Umkleidekabine der Amateur. Und da kam er rein, holte seine Sachen raus. Da wusste er, dass er heute mit dabei ist. Meierhofer darf sich seinen Sonderapplaus abholen. Hattrick heute in diesem Spiel. Brauchte seine Zeit, bis es soweit war, aber dann schlug er zu, unbarmherzig. Kettela ist gekommen für ihn. Muss heute nicht hinten in der Viererkette spielen, sondern darf sein Spiel offensiv anlegen. Und zwar links im Mittelfeld, dafür Drazan ins Zentrum zu Hoffer. 2 Kleine jetzt im Zentrum. Muss sich auch das Spiel etwas ändern. Abseitsstellung von Hoffer. Den Hoffer und Drazan brauchen andere Bälle als Jelavic und Meierhofer. Ein Wechsel beim LASK. Hölzl kommt für Klein. Da
geht es auch nur mehr darum, Kräfte zu sparen für das nächste Spiel. Mit dieser Niederlage überflügelt Klaus Lindberger seinem Vorgänger André Banadic. Der hatte 3 Niederlagen in Serie und ein Torverhältnis von 1:9 Toren zu bieten. Bei Klaus Lindberger halten wir bei aktuell mit der heutigen Niederlage bei 4 Niederlagen. Und was sehr ernüchternd ist, bei einem Torverhältnis von 0:12 Tor. Eckball. Sieben Minuten vor Ende. Auch das Eckenverhältnis ganz klar zugunsten der Rapidler. 11. Eckball. Ja, da kann man das schon mal versuchen. Zirkuseinlage von Dober ging ins Leere. Sich wehgetan bei dieser Aktion und sieht dafür die gelbe Karte, auch die zurecht, voll mit dem gestreckten Bein in die Beine von Ganserer. Da hat sich sicher etwas aufgestaut über diese 84 Minuten. Gab ja meist dieses Duell zwischen Drazan und Ganserer. Durchsetzungsvermögen beim LASK. Salmutter. Sie laufen zu lange mit dem Ball, haben Glück, dass es jetzt den Freistoß gibt. Ivica Vasic wird es jetzt einfach versuchen. Foul habe ich jetzt keins gesehen von Dober, wie dem auch sei, spielt keine Rolle. Freistoß gibt es für den LASK. Vielleicht gelingt er so dem LASK nach langer, langer Zeit endlich ein Tor. Ball landet bei Dober. Wieder elegant gelöst von Drazan. Zurecht bekommt er dafür Szenenapplaus. Ketila auf Boskovic. Genau hinein. Da, wo es passt. Hofmann noch einmal hinüber. Ketila. Und dann Čabliņa. Wartet nur mehr, bis endlich der Schlusspfiff kommt. Welche Gedanken werden sich da wohl abspielen im Kopf von Klaus Lindberger? Ob er schon bereut, dass er diesen Job überhaupt annahm, vom Vizepräsidenten zum Trainer? Der Präsident wird auch nicht sehr erfreut sein, aber sich nur darauf rauszureden, dass mit Panis und Wendell 2 wichtige defensive Spieler fehlen, nur damit kann man auch nicht erklären, dass man in die 7. Niederlage in Serie schlittert, in die 4. Niederlage, ohne überhaupt ein Tor erzielt zu haben. Denn dafür waren ja auch nicht nur Panis und Wendell verantwortlich. Und es ging ja auch ohne Wendell in diese neue Saison.
Klaus Lindenberger wird den Spielern ein eigenes Trainingsprogramm mitgeben. Es wird eine Leistungsdiagnostik erstellt, weil er der Meinung ist, dass die Mannschaft einfach nicht gut trainiert sei. Spricht nicht für den Vorgänger. Dabei bin ich überzeugt, dass Rapid über weite Strecken gar nicht mehr mit Vollgas agieren musste, sondern zwischendurch schon eine Regenerationsphase einlegte. Noch ein Wechsel, Salmut raus, Ali Hamdemir rein, damit alle diejenigen, die auch mitgefahren sind nach Wien, bisschen Bewegungstherapie bekommen. Direkt in die Arme von Czablina. Aus Rapid-Sicht muss man sagen, der LASK war heute genau der ideale Gegner nach der Niederlage im Derby, um wieder Selbstvertrauen zu tanken, um wieder in gute Stimmung zu kommen. Heute wird es jede Menge drauf geben auf die 90, weil Sie über die ganze Zeit mit dabei waren, es ja gesehen haben, zu Beginn der zweiten Hälfte mit dem bengalischen Feuer, den Rauchkörpern, musste Schiedsrichter Hoffmann die Spieler noch einmal in die Kabine schicken und deshalb gibt es 7 Minuten noch, 7 Leidensminuten für den LASK. Der wäre sicher gerne nach 90 Minuten rausgegangen, aber vielleicht gelingt ihnen ja in diesen 7 Minuten wenigstens ein Tor. Ein bisschen etwas mit nach Hause zu nehmen für Selbstvertrauen. Allein mir fehlt der Glaube. Oneda. Wenig Bewegung im Spiel der Linzer. Jetzt verstehe ich's, dass man nicht mehr so will, nicht mehr so kann, aber es gab nur einige Minuten, das war so eine Phase zwischen der 10. und 20. Minute, da hatte man das Gefühl, der LASK steht gut orientiert, kann auch das Spiel wieder offener gestalten, da gab es auch die 2 besten Möglichkeiten durch Vastic aus einem Fernschuss und durch Meierleb, aber das war es dann und das ist schon ein bisschen zu wenig. Jetzt mit einem Mann weniger, seit dem Ausschluss von Pichler geht sowieso nichts mehr. Man fand nie richtig in die Zweikämpfe. Selten spürte ein Rapidler wirklich einen LASK-Spieler in seinem Rücken. Viel Platz zum Ball annehmen, das nutzte Hofmann, das nutzte Boskovic. Die hatten einen Riesenspaß. Bester Mann war für mich trotz allem aber, obwohl er keinen Treffer erzielte, Drazan, der es jetzt mit dem Kopf versuchte. Ja, da hätte er ihn treffen sollen, aber er traf ihn zu sehr auf der Platte oben und nicht mit der Stirn vorne. Dann hätte er seine Leistung gekrönt, seine tolle Leistung. Er allein war verantwortlich, dass die rechte Abwehrseite des LASK ständig unter Druck war. Die meisten Angriffe des Rapidsturms sahen wir über links, über Drazan. Und der bediente ein ums andere Mal
Jelavic und Meierhofer, die vor der Pause damit noch nichts anfangen konnten, aber nach der Pause sagte Meierhofer dreimal hintereinander Dankeschön und erzielte innerhalb von 21 Minuten den Hattrick. Der LASK muss froh sein, dass er schon so viele Punkte auf dem Konto hat und dass da unten mit Altach, mit Kapfenberg und mit Mattersburg Mannschaften stehen, die viel weniger Punkte haben. Aber mit dieser Leistung, wie sie heute abgeliefert wurde, ja, da muss man den LASK zu denen da unten dazu rechnen. Es sei denn, es passiert bald was. Man versucht sich jetzt so bis zur Winterpause zu hangeln, so die Durchhalteparolen beim LASK, und dann mit einem guten Training die Mannschaft fit zu machen, konditionell stark dann ins Frühjahr zu gehen, und dann hofft man, dass die Verletzten wieder zurückkehren, diejenigen mit dem Formtief das wieder ablegen und dass wieder alles gut wird beim LASK. Aber das hoffen die anderen Mannschaften auch, bei denen es nicht so läuft. Witz hatte keine Probleme, sich im Mittelfeld zu behaupten. Da merkte keiner, dass es heute keinen Heikkinen gab. Füllte diese Rolle bestens aus. Bleibt alles Stückwerk. Razan jetzt auf der rechten Seite. Gegen Ali Hamdemir. Da gibt es noch viel zu tun für Klaus Lindenberger. Probleme. Es gab von Haus aus nur den Einmannsturm mit Meierleb. Er ist auch nicht in Form, bekam aber auch keine Zuspiele. Gibt es noch eine drauf? Hoffer! Yeah! Jimmy Hoffer mit seinem 8. Saisontor. Die Wiedergeburt des Jimmy Hoffer. Sein letztes Bundesligator macht er Ende August. Gegen wen? Na, gegen den LASK beim 5:2. Seine letzten beiden Tore, und jetzt meldet sich der Torjäger wieder zurück. Man ist ja immer wieder genagen, vielleicht das Ergebnis zu hoch. Nun muss man aus Sicht der Linzer traurigerweise sagen, diese 0:5 Niederlage geht auch voll in Ordnung. Der LASK hatte nicht den Funken einer Chance. 34:8 Torschüsse in diesem Spiel. 11:3 Ecken. Alles spricht und sprach zugunsten von Rapid. Das Einzige, was Rapid benötigte, war Zeit, nämlich eine Hälfte lang
der ersten Hälfte reichte es nur zum Elfmetertor. Danach kam die große Stunde von Meierhofer und der machte dann alles klar. Rapid schlägt den LASK klar mit 5:0. Steht unter Druck, hat die vergangenen 3 Bundesligaspiele verloren. Rapid aus den vergangenen 4 Bundesligaspielen 10 von 12 möglichen Punkten geholt. Brisante Ausgangssituation für das Duell Violett gegen Grün. Und damit einen schönen Dienstagabend. Herzlich willkommen hier im Horststadion, das natürlich ausverkauft ist. 12.500 Zuschauer sind hier. Sie fiebern dem 287. Wiener Derby entgegen. Genauso wie unser Premiere-Experte. Und der heißt heute Andi Herzog. Hallo. Hallo, servus. Andi, was ist heute Abend das Wichtigste? Ja, ich glaube, dass wir ein hochklassiges Derby sehen und vor allem, dass wir nach dem Spiel über den Sport sprechen können und nicht wieder über irgendwelche Aktionen von Fans, wo vielleicht der eine oder andere Spieler, so wie es damals mit Georg Koch passiert ist, wieder Schaden davon trägt. Ja, Rapid hat ja das erste Saison-Derby ganz klar mit 3:0 gewonnen, aber in Erinnerung ist dieses Derby vom August vor allem darum geblieben, dass Georg Koch eben verletzt wurde wegen dieses Böllerwurfs. Er hat einen Gehörsturz erlitten und auch 11 Wochen danach leidet er nach wie vor unter den Folgen. Markus Klima hat den Deutschen in dieser Woche besucht. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Auch in seiner Heimat Deutschland, wo Georg Koch das Reha-Programm absolviert, kreisen die Gedanken nur um die Vorfälle des 24. August und die Folgen, die sie nach sich ziehen. Manchmal gucke ich es mir einfach nochmal an, weil ich manchmal überlege, dann, ja, guck mal, das sind die letzten Bilder vielleicht. Und dann guck ich es mir mal wieder an, zu sagen, nee, ich möchte, wenn ich aufhöre, vom Platz runter, selber runtergehen, nicht runtergetragen werden. Das ist eigentlich immer ein Wunsch jedes Fußballers. Und das ist das Ziel, was ich noch habe, wo ich noch jeden Tag mit aufstehe und kämpfe, um selber vom Platz zu gehen. Das ist das, was ich mir jeden Tag vorstelle. Wenn ein einziger Augenblick vielleicht eine Karriere zerstören, ja ein ganzes Leben verändern kann. Sollte Georg Koch körperlich wieder zu 100% fit werden, gilt es noch, die mentale Hemmschwelle zu überwinden, sich in ein Tor zu stellen. Schließlich sind böllerwerfende Fans in den Stadien noch immer allgegenwärtig. Erst vor 2 Wochen wird durch einen Knallkörper im Spiel Kapfenberg gegen Rapid ein Auto schwer beschädigt. Da macht man sich schon Gedanken, wenn man das dann in den Fernsehbildern sieht oder mitbekommt, dann weiß man ja, man muss ja auch immer wieder in diesem Tor stehen und dann, ach, da steht der Koch im Tor, können wir doch mal so einen Böller wieder werfen, der wird sich ja mit Sicherheit erschrecken und mal gucken, was dann passiert. Und das ist das, was ich auch ein bisschen verurteilt habe mit diesen, in Anführungsstrichen, schwachen Strafen, oder für mich nicht ausreichenden Strafen, die dort gesprochen worden sind. Georg Koch nimmt das nicht so einfach hin. Er kontaktiert sofort seinen Anwalt, als er erfährt, dass der mutmaßliche Täter ausgeforscht ist. Hätte er sich sofort gemeldet, hätte ich mit Sicherheit, wäre ich da anders mit umgegangen. Aber so lange hat das jetzt gedauert oder hat sich nicht gestellt, der ganzen Geschichte. Ich werde alles machen und daran setzen, dass ich dort ein Zeichen setze, dass dort wirklich diese Geschichten aufhören. Das kann ich dem Jungen heute schon versprechen. Oder dieser Gruppe. Was ich jetzt weiß, ist ja eine Gruppe. Aber ich werde alles daran setzen, dass es dort mal richtig rappelt, dass dort ein Ende gesetzt wird. Von einem Karriereende zu sprechen, wäre noch zu früh. Aber ob er jemals wieder für Rapid spielen wird, ist fraglich. Ich glaube aber auch, dass der Verein weiß, dass ich in meinem Alter, in einem Alter bin, wo ich mit Sicherheit nicht unbedingt gehalten werden muss. Und das ist auch klar. Aber wenn der Verein sagen würde, Mensch, bleibt er noch ein Jahr? Also ich würde nicht Nein sagen, wenn ich körperlich natürlich auch dementsprechend fit wäre. Georg Koch hofft zutiefst, dass sich die Rapid-Fans für diese abscheuliche Tat nicht rächen, sondern die Mannschaft, wie damals mit dem 3:0-Sieg, eine sportliche Antwort gibt. Ja, und vorerst ist es ruhig hier im Horststadion und wir hoffen natürlich, dass das auch so bleiben wird. Von uns jedenfalls gute Besserung
Georg Koch. Wir hoffen, Sie bald wieder im Rapid-Tor zu sehen. Andi Herzog, inwiefern sind die Worte von Georg Koch für Sie nachvollziehbar? Ich glaube, dass für jeden Spieler schon selbstbestimmend sein sollte, selber seine Karriere zu beenden. Und wenn dann so ein Vorfall ist, ist es natürlich doppelt bitter. Und man kann nur wünschen, dass er eben wieder richtig gesund wird, dass er vielleicht wieder im Tor stehen kann und dass er dann zeigen kann, wie gut er war und wie gut er wieder sein wird, dass er eben den Zeitpunkt seines Rücktritts dann selber bekannt gibt. Ich meine, er ist jetzt, glaube ich, 35, 36 Jahre, dass er nicht mehr 10 Jahre spielen wird, ich weiß er auch, aber so ein Ende, wie er gesagt hat, ist natürlich ganz, ganz bitter und das hat sich kein Spieler verdient und darum müssen wir einfach da ganz hart durchgreifen. Ja, und auch heute stehen natürlich die Tormänner im Blickpunkt, nicht zuletzt wegen dieser Vorkommnisse im August. Andreas Luxe feiert heute sein Derby-Debüt links im Bild und Sabolcz Schaffer, der ist natürlich wesentlich routinierter als der 21-jährige Rapid-Goalie. Was kommt auf die beiden heute zu? Vielleicht nicht nur sportlich. Ja, für einen Torhüter ist jedes Spiel wichtig, weil jeder kleine Fehler entscheidend sein kann. Schaffer hat natürlich einen Vorteil durch seine Routine und hat in Österreich über Jahre schon seine absolute Klasse bewiesen. Luxe ist ein junger Mann, hat auch sehr viel Potenzial, aber es ist heute sein erstes Derby und da wird man sehen, wie er da mit den Nerven umgehen kann. Wobei es für mich schon auch ein bisschen überraschend ist, dass jetzt in den letzten Spielen der Luxe, der auch fehlerfrei bis jetzt gespielt hat, in Raimund Hedl ersetzt hat, weil für mich der Hedl auch ganz gut gespielt hat. Hätten Sie diesen Tausch vorgenommen? Ich weiß nicht, ich sehe jetzt beide nicht beim Training und Peter Parkholt wird seine Entscheidung oder seine Gründe haben, warum er so entschieden hat. Ich sehe es eben nur, wenn ich zum Spiel komme und eben beide betrachte, hat für mich der Raimund Hedl einfach nicht einen Fehler gemacht, wo ich gesagt hätte, okay, da muss man vielleicht was ändern. Aber das zeigt auch wieder, wenn der Helge Bayer noch zurückkommt, dass Rapid wirklich sehr viele Torhüter hat, die man jederzeit ins Tor stellen kann. Dann vielleicht kommt ja auch noch Georg Koch zurück mit dem Wiener Derby. Beginnt auf alle Fälle die 17. Runde in der Tipp-3-Bundesliga. Die Austria liegt aktuell 8 Punkte hinter dem ersten Salzburg. Worum geht es heute für die Austria angesichts dieser Tabellenkonstellation? Zuerst einmal, dass sie die letzten 2, 3 katastrophalen Spiele wieder vergessen macht. Und es kann nichts Besseres passieren, als wenn dann gleich ein Derby gegen Rapid kommt, wo man mit einem Schlag wieder für positive Schlagzeilen sorgen kann. Und das ist einfach heute das große Plus für Austria. Und das macht für Rapid die Sache umso gefährlicher, obwohl sie für mich eigentlich Favorit wären. Ja, und Rapid hat heute die Chance, zumindest bis morgen mit Salzburg gleichzuziehen. Auch dank Nikica Jelavic, der am Samstag beim 5:1 gegen Altach 3 Tore erzielt hat. Er stürmt auch heute wieder neben Stefan Meyerhofer. Inwiefern trägt er zu Recht aus Ihrer Sicht den Beinamen Fliegende Festung? Ja, das kann ich zu wenig beurteilen, Fliegende Festung. Hier macht er wunderschönes Kopf dann auf Flanke von Kavlak, aber für ihn war es wichtig, nach einer langen Anlaufphase, wo er noch nicht so glänzen hat können, dass ihm jetzt einmal in Kärnten ein Tor gelungen ist, ein wichtiges Tor. Das hat ihm Auftrieb gegeben und gleich 3 draufgepackt. Also man sieht, Rapid hat 3 Stürmer mit Hofer, Meyerhofer und Jelavic, die jederzeit für Tore gut sind. Sie haben eben gesagt, für Sie ist Rapid heute Favorit, für Peter Parkholt nicht. Warum sind Sie nicht einer Meinung mit Peter Parkholt? Wenn ich Rapid-Trainer wäre, würde ich auch anderer Meinung sein, das ist ganz klar. Aber ich war einfach die letzten Leistungen gemein. Rapid war für mich im ersten Viertel der Meisterschaft die beste Mannschaft in Österreich. Sie haben zwar in den letzten Spielen auch regelmäßig gepunktet, aber nicht so gut meiner Meinung nach gespielt wie im ersten Viertel. Und trotzdem hat es gereicht, dass sie gepunktet haben und die Austria war einfach gegen Sturm Graz und gegen Salzburg inferior. Und aufgrund dessen könnte man meinen, Rapid ist Favorit, aber wie ich zuerst schon gesagt habe, es ist ein Derby und ich glaube, dass einige Spieler wie Asimovic, der wirklich die letzten 2 Spiele katastrophal war, der wird heute zeigen, was er kann. Die Austria, die hat ja zuletzt vor allem Probleme in der Defensive gehabt. 11 von insgesamt 22 Gegentreffern in dieser Saison hat die Austria in den vergangenen 3 Spielen kassiert. Wie ist das zu erklären? Ja, sie wissen ja, dass sie gut spielen können. Sie waren ja bis vor 3, 4 Runden noch Tabellenführer und haben die wenigsten Tore in der Liga bekommen. Und jetzt in den letzten 3, 4 Spielen haben sie halt sehr viele Fehler gemacht und bei einem oder anderen Spieler ist mir auch vorgekommen, dass er es vielleicht ein bisschen zu locker nimmt. Und jetzt haben sie 2 richtige Schleifen bekommen, 2 böse Niederlagen und heute müssen sie einfach beweisen, dass sie sich von Rapid nicht vorführen lassen und das da richtig dagegen halten. Ja, es kann nur besser werden, hat Karl Dachsbacher gemeint, nach dem 1:5 am vergangenen Freitag in Salzburg. Der Austria-Trainer hat vor dem Spiel mit Raphael Lapezza gesprochen. Das ist unsere größte Sorge, die vielen Gegentore in den letzten Spielen. Die Abwehr sollte sich auch einfach stabilisieren heute und nicht so viele Torchancen zulassen und natürlich auch keine Tore. Das ist einmal vorrangig, aber andererseits im eigenen Stadion sollten wir auch Akzente setzen und nach vorne spielen und den Fans zeigen, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen.
Da überraschen Sie mit einer taktischen Variante. Milenko Cimovic diesmal zentral und nicht auf der linken Seite. Soll das vor allen Dingen den Gegner Rapid überraschen, wenn die den Spielbericht lesen? Ja, nein, wenn es nicht funktioniert, versucht man halt etwas. Wir stehen etwas um und hat keine großen Gründe, aber wir probieren es einmal heute. Fernando Trojanski ist heute zum ersten Mal von Beginn an dabei, einmal eingewechselt in Runde 11. Was hat denn der heute für Spezialaufgaben? Steffen Hofmann vielleicht? Ja, der Fernando, man weiß, dass der Fernando sehr zweikampfstark ist. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen, um eben in der Verteidigung besser zu stehen. Und daher bekommt er die Chance. Und auch sich um Steffen Hofmann zu kümmern? Das wird wahrscheinlich zwangsläufig sein, denn er spielt ja links hinten und daher wird er wahrscheinlich relativ oft gegen Stefan Hofmann spielen. Ja, Andi Herzog, überrascht von der Aufstellung der Austria? Ja, vielleicht ein bisschen über die linke Seite mit Trojanski und Suttner. Ist schon ein bisschen überraschend, andererseits, wie man gesehen hat, wie man Trojanski kennt, ist Argentinier und der bringt Leben in die Bude da rein. Der geht in die Zweikämpfe und das ist genau das, was der Austria gefällt. Ja, es war phasenweise demaskiert.